Willkommen zurück bei The Night of the Rabbit. Bei den Vorbereitungen, wir brauchen ein paar Zutaten für den Kuchen oder für die Torte, für die Geburtstagstorte. Und eins davon waren Beeren. Und als ich gerade hier so vom Speichern aus dem Hauptmenü zurückkam, fiel mein Mauszeiger zufällig auf diese lecker duftenden Beeren. Und ich bin mir nicht sicher, aber die könnten was damit zu tun haben. Ich halte die Wache und ernähre mich nur von diesen roten Beeren. Darbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue oder ein wärmendes Wort meiner Kameraden vor mich hin. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Also, lass die Finger von meinen Beeren. Ja gut, hätte ja sein können. Wegen dem neuesten Angriff bin ich hier als Krähenspäher abgestellt worden. Und all das, damit Oh, ja. Danke. Keine Ruhe. Ich Nochmal. Halte die Wache und ernähre mich nur von diesen roten Beeren. Darbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue. Käsefondue. Das Wort meiner Kameraden vor mich hin. Und all das, damit Wichtigtuer wie du, also... Käsefondue. Hier, wir haben Käse. Guck mal. Oh, wenn wir eine Pfanne hätten, könnten wir aus deinem schönen Käse ein natürlich. Fondue machen. Nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut alleine klar. Klar, sonst noch ein Hund, als ob wir eine Pfanne haben. Seht ihr Löffel als Pfanne? Das muss nicht gehen. Zählt der Käse vielleicht selber als Pfanne? Oh. Ja. Wir könnten damit einen Fondue machen, wir brauchen aber eine Pfanne. Guck mal. Wenn man das so faltet, ach, ich jetzt. Und dann? Aha. Haben wir einen Topf, eine Pfanne. Tata, ein Topf. Oh, kochst du was? Was denn? Mal sehen. Du wolltest doch Käsefondue haben. Ich komm gut alleine klar. Ich wollte doch Käsefondue, deshalb mache ich das Ganze doch. Oh, das sieht lecker aus. Wenn der Käse jetzt noch gut gewürzt wäre, könnte ich schwach werden. Ja. Gewürze, kein Problem. Hier, wir haben Pfeffer. Bestimmt eine Woche lang satt essen. Kann ich dann vielleicht ein paar von den roten Beeren haben? Beeren? Wer braucht die schon? Nimm so viele du willst. Wenn die so gut riechen, wie sie schmecken. Ich glaube, ich habe jetzt bald genug Beeren für 4 Spiele gesammelt. Gut, das heißt, wir haben Schokolade und die Beeren. So, wir müssen eigentlich warten, bis Tag ist. Okay, lesen kann man auch in der Stadt. Fehlen uns noch Milch und dieser Sirup, dieser Rübensirup. Ist die Frage, wo wir die herkriegen, die beiden Zutaten. Zutaten. So, wollen wir mal lesen. Dann können wir ihr das nämlich schon mal bringen. Vielleicht weiß sie, wo wir das herkriegen. Ja, vielleicht bekommen wir von ihr, irgendeinen Hinweis. Ein Hinweis. Glocke. Sekunde. Willkommen zurück. Ja, hör mal, für Torte. Nochmal zur Torte für die Hasenfamilie. Wenn du die Zutaten findest, wirf einfach eine... Ja. Und wegen der Vorbereitungen, alles vorbereitet. Die Zwerge brauen bereits wieder blau sein. Sehr schön. Das Wipfelfest kann kommen. Bis später. Können wir ihr das schon mal so geben? Zutat für die Torte. Vielen Dank, meine krokanten Küsschen. Es fehlt nur noch etwas Milch und Schokolade. Und dann ja. Genau, die Schokolade haben wir auch.
für die Torte. Vielen Dank, mein Krokantküsschen. Ja, fehlen nur noch Milch und Rübensirup. Das haben wir aber absolut noch gar nicht. Wo kriegen wir Milch und Sirup her? War nicht bei dem Zauberer diese Tasse, war da nicht Milch drin? Ja, oder? Hämmern, werkeln jeden Tag. Eben schnell nachschauen. Ich meine schon, ich meine. Ganz genau, wie ich es mag. Ja, hier. Tasse mit Milch. Ha. Jetzt habe ich Milch. Schön. Fehlt nur noch der Sirup. Haben Sie den auch? Nee. Bis spät. Pass auf. Schon zurück? Was, wenn ich hier? Mit dem Ja. Ich mach mich einfach so wieder an die Arbeit. Kann man alles überspringen. Also. Die Gespräche kennen wir schon. Gut, da haben wir Milch. Fehlt noch Rübensirup. Und es bleibt schon die Frage, wo man den wohl herbekommt. Weil da kann ich mir im Moment noch gar keinen Reim drauf machen. Rüben. Vielleicht hat er selber welche im Garten. Hier vorne, aber finden Sie welche in dem kleinen Gärtchen? Wobei, da waren wir schon drin, ne, in der Nacht. Egal, schau mal, ich hab Milch. Bling. Extravagant. Willkommen zurück. Eine Zutat für die Torte. Vielen Dank, mein Krokantküsschen. Es fehlt nur noch Rübensirup. Können wir den Schlüssel eigentlich mittlerweile mitnehmen? Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb. Hierzulande wird man bestimmt zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Wahnsinnig witzig. Mit dem Rucksack hat sie geraten. Vielleicht kann ich die Maus irgendwie dazu bringen, die Tür offen zu lassen, wenn sie aus dem Garten kommt. Dann könnte ich da in Ruhe rein und rauslaufen. Ist nur die Frage, wie. Wir haben absolut nichts Interessantes mit dabei. Ich frage mich gerade, weil das sieht ja ein bisschen aus wie ein Schlüssel. Können wir den einfach austauschen? Ja, wirklich. Oh Gott. Ich habe das Uhrenteil über den Schlüssel gehängt. Moment. Wer von euch war das? Das ist nicht lustig. Ich muss doch auf Ullis Garten aufpassen. Weg mit dem Ding. Ach, scheiße. Oh Mann. Da kriegt man echt ein schlechtes Gewissen. Ja, gut. Aber die Maus hätte nichts gemerkt, wenn sie nicht versucht hätte, in den Garten zu laufen.
Das Uhrenteil nehme ich besser wieder mit. So, jetzt ist die Maus draußen. Können wir es jetzt machen? Auch ein bisschen absurd. Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will. Hallo, du sollst ja auch. Hallo. Ja. Ich habe das Uhrenteil über den Schlüssel gehängt. Wenn ich hier zu lange lese, machen die zu und setzen mich vor die Tür. Sie hat das Uhrenteil statt des Schlüssels benutzt, ohne es zu merken. Die Tür ist jetzt offen. Jetzt könnte ich sogar durch die Hintertür ins Café kommen, wenn keiner hinkommt. Jetzt kann ich nicht in... Ja. Aber vielleicht ja nachts. Wobei, nachts komme ich nicht mehr ins Café. Aber ich komme jetzt hinten rum rein. Oder so. Was auch immer uns das bringt, aber ihren Sinn muss es haben, nachts ins Café zu kommen. Der Waldschrat! Oh. Hallo, du. Na. Du bist wohl auch gerne nachts unterwegs. Ich liebe die Stille von Orten wie diesen bei Nacht. Dann kann man das Wispern von verborgenen Geschichten hören, die sich hier und dort verstecken. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Es geht um Mäuse und Eichhörnchen und den Wald. Möchtest du sie hören? Um sie anzuhören, klicke auf Bonussammlung im Inventar. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Hören wir uns natürlich gleich mal an. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Was für ein... Habe ich dir schon gesagt, wie sehr ich die Nacht liebe? Aber er hat auch davon gesprochen, dass wir was vergessen haben. Acht Geschichten aus dem Mäusewald von Matthias Kempke. Gelesen von Gunnar Bergmann. Erste Geschichte. Von Mäusen, Eichhörnchen und dem Mäusewald. Irgendwo zwischen weiten Kornfeldern und verschlungenen Wanderpfaden gibt es einen Wald, der ist voll von Mäusen und Eichhörnchen. Ja, in diesem Wald gibt es so viele Mäuse und Eichhörnchen, dass nicht einmal ein mächtiger Magier mit noch mächtigerem Bart durch ihn hindurchlaufen kann, ohne dass ein paar kleine Nager versuchen, ihn als Mitfahrgelegenheit zu benutzen. Um Verwandte zu besuchen, die vor einigen Jahren drei Lichtungen weitergezogen waren, weil es dort Stachelbeeren gab. Weil die Mäuse so zahlreich sind, wird der Wald seit jeher Mäusewald genannt. Doch in den sonst so ruhigen Mäusewald, der um die Mittagsstunde herum oft so ruhig gewesen war, dass man nur das Rauschen der grünen Baumkronen hoch oben, den süßen Duft von Tannennadeln und das Summen einer Biene, die keine Mittagspause machen wollte, wahrnehmen konnte, ja, in diesem ruhigen Wald war Unruhe aufgekommen. Seit ein paar Tagen schon weigerten sich einige pelzige, rote, unzufriedene Eichhörnchen, den Namen Mäusewald zu gebrauchen, denn die Eichhörnchen, so sagten sie selbst, waren den grauen Mäusen zahlenmäßig nur knapp unterlegen. Warum also, so fragten sie sich, sollte der Mäusewald nur Mäusewald heißen? Und so gaben sich die Eichhörnchen große Mühe, die Besucher, die zu einem Sonntagsspaziergang oder einem Picknick in den Wald kamen, daran zu erinnern, dass es neben den kleinen grauen Mäusen auch viele rotbraune Eichhörnchen mit buschigem Schwanz und nicht weniger buschigen Ohren gab. Dazu brachten sie zum Beispiel unter jedem Schild, das den Wald als Mäusewald auswies, ein kleines zweites Schild an, auf dem »Und Eichhörnchenwald« stand. Außerdem warteten ein paar Eichhörnchen, die besonders flauschiges rotes Fell hatten, hinter Baumstümpfen und Laubverstecken auf Wanderer, um den Fremden,
wenn sie an ihn vorbeigingen, in den Weg zu springen und die Menschen mit ehrlichen, glänzenden Knopfaugen anzublicken, damit den Besuchern vielleicht einfiel, dass man den Wald ebenso gut auch Eichhörnchenwald nennen könnte. Wenn man hinter etwas hervor und Menschen in den Weg springt, dann... Okay, das ist anscheinend ein bisschen zu viel, das ist länger als ich dachte. Wir machen einfach weiter, das sprengt sonst, glaube ich, den Rahmen. Also da hängt ein Schild. Gesamten Let's Plays. Dachterrasse gesperrt. Gefahr der Entführung durch Krähen. Aber wir haben auf jeden Fall etwas bekommen, das kann man sich dann anhören. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Ihr könnt es euch auch anhören, sobald ihr euch das Spiel auch gekauft habt. Würde ich mal so sagen. Das waren ja, glaube ich, noch 7 weitere Kapitel in der ersten Teil des Geschichte. Des Geschichte. In dem ersten Teil dieser Geschichte. Und das ist dann doch ein bisschen zu lang. Oder irgendwann so gegen Ende vielleicht. Die Tür ist verschlossen. Klar, ist die Tür verschlossen. Der Haupteingang? Logisch, wer lässt den offen? Er bringt uns aber immer noch nicht weiter, wo wir den Rübensirup herkriegen. Aha. Bei den Zwergen irgendwo? Die haben noch einen großen Garten mit allem möglichen auf den Feldern. Haben die viel... Vielleicht? Hallo, Herr Waldschrat. Natürlich, Sie kommen erst dran. Oh. Hallo, du. Wusstest du, dass der Mond für Ebbe und Flut verantwortlich ist? Mein alter Freund, der Mond, hat aber nichts mit dieser Überflutung hier zu tun. Und auch nicht mit den wilden Krähen, die diese Gegend am Tage heimsuchen. Siehst du die Lichter jenseits des Flusses? Dort liegt der Anfang der traurigen Geschichte für die Tiere von Mauswald. Ich hoffe, dass sie ein gutes Ende hat. Können wir nicht etwas tun, um zu helfen? Ich fürchte, das liegt nicht in unseren Händen. Aber warte, lass mich dir eine schöne Geschichte erzählen. Aus den Zeiten vor der Überflutung. In ihr besucht der alte Magier von Mauswald das Postamt am Fluss, lange bevor dieser über die Ufer trat. Möchtest du sie hören? Zweite Geschichte. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, verloren. Und Enden. Okay, wir kriegen also immer mehr. Vielleicht kann ich etwas für dich wieder. Wir kriegen also immer mehr von diesen Geschichten. Dann muss ich doch mal so machen, vielleicht kann auch in den nächsten Folgen einfach mal die Geschichten anhören. Ist mir, glaube ich, sonst schade. Ich glaube, dass man sonst etwas verpasst. So, also Maschine, Gästebett, Tür, Spüle. Hebel etc. Den können wir anklicken, aber hoffentlich nicht umstellen. Es steht still. Vielleicht sollte ich die Finger... Ja, das solltest du vielleicht. So. Ach, da ist er auch schon wieder. Hallo, Herr Waldschrat. Oh, hallo, du. Ich dachte, ich wäre alleine. Schleichst du auch gerne nachts durch die Welt? Bewegst dich hinter den Kulissen? Dort finde ich viele meiner Geschichten. Ich kenne auch eine schöne Geschichte über die mürrischen Waldzwerge, die hier wohnen. Möchtest du sie hören? Tada, dritte Geschichte. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten? Ja, finde ich auch Seltsames und Enden, und genau. Vielleicht gibt es... Vielleicht? Hier, eine Rübe. Ist die größte Rübe, die ich je gesehen habe. Sie riecht ganz süß. Aber die kann ich nicht mit mir rumschleppen. So viel ist klar. Ich möchte ein Stück rausschneiden. Hier, mit einem Löffel was ablöffeln. Für den Sirup. Das muss nicht gelöffelt werden. Mit einem Stock.
Ein Stock bringt hier nichts. Nein, natürlich nicht. Hier mit dem Nagel. Schau mal. Nein, auch nicht. Hier, zapft direkt Sirup ab. Perfekt. Oh Gott, Leute. Hey, da kommt jetzt schon Saft aus dem Hahn. Jetzt kann ich Rübensirup zapfen. Ernsthaft? Ernsthaft? Ein Becher voll dickem, süßen Sirup. Du tust den Zapfhahn in eine Rübe und da kommt Rübensirup raus? Was ist... Also manchmal glaube ich wirklich, hier ist was verkehrt. Das kann doch überhaupt nicht sein. Auf sowas kommt doch niemand. Ich bin schon wieder so... müde. Ja, schlaf, dann können wir morgen das abgeben hier. Zwerge streichen? Ja. Egal, ab in den Laden. Ins Café. Und was ist mit Tee? So, hier, wir haben deinen Sirup. Direkt frisch aus einer Rübe gezapft. Was wohl keinen Sinn ergibt. Überhaupt nicht. Aber wir haben, klar. Willkommen zurück. Ja, völlig. Ich komme da das gar nicht drüber. Das ist eine Zutat für die Torte der Hasenfamilie. Jetzt haben wir alle Honigwabe. Bis morgen backe ich eine pfannkuchen-tastische Torte. Dann kannst du sie abholen und der Hasenfamilie bringen. Vielleicht laden sie dich ja sogar auf eine ihrer Geburtstagspartys ein, Sahnetropfen. Nochmal zu... Bis morgen, dann kann... Vielleicht... Gut, bis morgen also. Bis später.